Die Bundesregierung hat heute das Gesetz über den Atomausstieg auf den parlamentarischen Weg gebracht. In seinem Entwurf setzt Umweltminister Trittin die im Juni geschlossene Vereinbarung mit den Kraftwerksbetreibern um. Sie hatten eingewilligt, ihre Atommeiler innerhalb der nächsten 20 Jahre vom Netz zu nehmen. Die Opposition erneuerte ihre Kritik und sprach von einem energiepolitischen Fehler. Naturschutzverbände wiesen darauf hin, dass vor allem die Entsorgungsfrage nicht geklärt sei. Jürgen Trittin hat seine Hausaufgaben gemacht, den Atomausstieg formal abgearbeitet. Nach dem Kabinett heute muss jetzt noch der Bundestag die Gesetzesnovelle verabschieden. Dann ist voraussichtlich Ende des Jahres Gesetz, was Stromindustrie und Regierung im Juni nach langen 10 Verhandlungen und zum Atomausstieg verabschiedet haben. Nach dem Gesetz wird die Nutzung der Atomenergie zur gewerblichen Energieerzeugung geordnet beendet. Die Regellaufzeit wird auf 32 Jahre begrenzt. Das heißt, im Jahre 2020 wird aller Voraussicht nach das letzte AKW hier vom Netz gehen. Also, Neubauten und Betriebsgenehmigungen von Atommeilern wird es nicht mehr geben. Zum 1. Juli 2005 wird die Wiederaufbereitung von Brennstäben verboten. Also auch keine umstrittenen Transporte mehr nach La Hague und Sellafield. Die Brennstäbe werden von den Kraftwerksbetreibern standortnah zwischengelagert. Sicherheitsüberprüfungen werden Pflicht. Was für den Minister heute ein großer Schritt in Richtung Energiewende ist, ist für die Stromindustrie längst nicht das letzte Wort. Ich persönlich glaube nicht, dass die nächste Generation sich von uns vorschreiben lässt, welche Energieoptionen sie wahrnehmen will. Also ich glaube, dass die Kernenergie unter anderen Aspekten in nicht allzu ferner Zukunft noch mal völlig neu diskutiert wird. Was aber ganz am Ende mit dem Atommüll passieren soll, wo und wie er endgelagert wird, dazu schweigen Industrie und